So, liebe Leute, da sind wir wieder bei den Most Favorite of the Week. Diese Woche haben wir wieder ein paar Überraschungen für euch parat und vielleicht ist auch der ein oder andere weiterhin in den Charts. Ich würde sagen, nach einem kleinen Intro geht es los. Platz Nummer 5. Da sind wir nun, liebe Leute, bei der Nummer 5, The Castle of Dragons. 2234 Herzen gibt es und eine Abschlussrate von 65,42%. Und ja, die Namen kann man wie immer nicht lesen. Müssen wir auch nicht, denn wir wollen uns das Level jetzt anschauen. So, seht ihr mal. Vielleicht erstmal schon das erste Überraschungsei. Und eine Röhre, bei der ich schwöre. Oh, weia. Oh. Den Drache. Okay. Hä? Der ist jetzt gerade runtergesprungen. Ah. Okay. Was haben wir jetzt hier erwarten, das Kugelbillies? So klar. Boah, ich komme da nicht hoch, ne? Okay, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht ganz so schlimm gewesen. Lassen wir die einfach da drin. Schön gemacht mit dem Ride. So, und hier haben wir bestimmt auch wieder... Oh, da haben wir auch einen Geheimgang. Nehmen wir jetzt den Yoshi mit oder nicht? Das ist von dem gleichen, der diese Aliens gemacht hat aus der letzten Folge. Okay. Mal drauf achten, ob der es wirklich war. Wird aber eine Möglichkeit bestehen, dass er es war. Na komm. Jawohl. Auch nett gemacht. Da zeigt man wieder viele Möglichkeiten, die es hier gibt. Natürlich nur einmal. Schade. Schade, schade, schade. Aber okay, mach mal. Nicht wieder nur das. Ist hier. Da nicht versteckt? Was soll das? Ich muss nach oben. Was will er mir damit sagen? Ich muss hier nach oben. Aha. Okay. Machen wir einfach mal den Bowser so platt. Oh, auch schön gemacht. Fahr ruhig weg mit Yoshi. Stört mich nicht. Nein. Nein, Mario, nicht umbringen. Platz Nummer 4. Auf Platz Nummer 4, Hardcore Jumps von Game Boy 07. Oh no, Mario fell in a cave full of dangerous jumps. Do those jumps to exit. Eine Abschlussrate von 7% knapp. So weit oben. Wir schauen uns das Ganze mal an. So, da sind wir. So, oh, war ja. Wow. Wow. Hui.
Okay, geschafft. Aber schönes, schweres Level. Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 ist kein Neueinsteiger, sondern jemand, der schon letzte Woche auf einer höheren Platzierung war. Und jetzt ist er wieder da. Wir hatten auch eben gerade schon auf Platz 5 eins seiner Level, Planetary Exploration. Und ich blende jetzt das Video ein vom letzten Mal. So. Da sind wir nun. Was zur Hölle? Was wird er von mir? Moment, ich glaube, ich muss da lang, ne? Okay, der hat eine Rakete gebaut. Nice. Ich baue einfach mal eine Rakete. Ich wusste gar nicht, dass man die damit runterdrücken kann. Up and down. Wir haben mal UFOs. Münzen sollen dann wahrscheinlich so Sternschnuppen oder sowas darstellen. Okay, jetzt macht das Ganze wahrscheinlich mit einem Scrolling-Level nach rechts oder so. Ah nein, wir sind auf einem Planeten gelandet. Mit einem Alien? Mit einem Alien? Habe ich irgendwas gesagt? Nein, ne? Ja, ich schaff's nicht, warte. Okay, habe ich schon. So. La 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 la. Was ist das denn, ey? Also, von der Idee her meine ich jetzt. Von krass. Also, optisch ist es wirklich Bombe. Das Ganze auch so zu verpacken, finde ich wirklich mega. Ja. Deswegen sind sie auf Platz 1. Die Level. Was passiert jetzt hier? Nein, ein Alien und ein Bowser. Und ein Bosskampf. Ernsthaft? Na komm. Hammer. Richtig geil gemacht, muss man sagen. Chapeau. Platz Nummer 2. Platz Nummer 2, Slide and Jump 3. Nix. Mit einer Abschlussrate von 51,08%. 50%ige Chance, dass ich sterbe? Wir schauen uns das an. So. Da gibt es schon mal einen Pilz. Wir rutschen hier nur wegen Eis. Anders kann ich mir das jetzt gar nicht vorstellen. Wir brauchen nur rutschen. So. Wir brauchen nur rutschen. Hier sind die 50%. Hier sind die 50%. Könnt ihr sowas von ausgehen? Im richtigen Moment springen, das ist das Thema hier. Wir rutschen hier weiter. Nein! Was mache ich nur? Dumm sein, Troplay, dumm sein. Gönn die für Musik aus dem N64, Super Mario 64 Style. Hat er sich selber vernichtet? Mal gucken, ob ich das jetzt auch hinkriege. Oh, das war dumm.
Das war sehr dumm. Aber wir rutschen weiter. Bis uns alles wegbleibt. Und da sind wir im Ziel. Ja, nettes Level, aber es war jetzt nicht so besonders. Platz Nummer 1. Auf Platz Nummer 1 ist Slide & Jump 2, auch von Nix. Und ja, er hat diesmal einen Kommentar dazu geschrieben, den ich aber nicht lesen kann. Und die Abschlussrate ist diesmal 36,77. Das Level sieht aber vom Thumbnail her fast identisch aus. Wir schauen uns das Ganze mal genauer an. So, Es ist ja fast schon identisch, nur es ist jetzt hier ein bisschen flüssiger ist und ein anderer Hintergrund und so, aber das war schon. Und andere Gegner. Wir müssen eigentlich nur nach unten drücken. Oh, hier geht's hoch. Okay. Mhm. Nehmen wir gerne an. So. Oh, komm. Ernsthaft. Naja, gut. Next try. Wir rutschen in die Röhre. Und wieder andere Richtung. Alles abgetimt. Okay, wenn man da nicht schnell genug ist, dann hat man Pech gehabt. Aber wie das Finale, das ist identisch, oder? Ja, sag ich doch, das ist identisch. Das war ein anderer Stil. Das waren sie nun, die Most Favorite of the Week, die Top 5 der Woche. Ihr habt gesehen, man kann auch 2 Wochen in den Top 5 bleiben und ich bin gespannt. Werden wir nächste Woche wiedersehen? Ihr könnt dranbleiben, denn bald geht es schon weiter mit dem nächsten Paar zu so Most Favorite of the Week. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.